Ich heiße Marian Dobroiu und ich bin aus Rumänien. Mein Name ist Claudiu. Ich arbeite seit 3 Monaten in Deutschland. Mein Name ist Adrian. Ich arbeite für diese Firma auf dem Feld in der Landwirtschaft. Ich schneide Kohl. Seit vielen Jahren sind wir immer wieder hier im Norden Deutschlands bei der Ernte von Winterkohl dabei. Wir haben hier ein paar Tipps und Tricks für dich, worauf du achten kannst. Arbeits- und Gesundheitsschutz ist im Betrieb sehr wichtig. Deshalb bespricht unser Vorarbeiter regelmäßig mit uns die wichtigsten Punkte in einer Unterweisung. Zum Schutz vor Nässe und Kälte tragen wir immer feste Arbeitsschuhe oder Stiefel, lange Hosen, langärmelige Oberbekleidung und bei Bedarf Regenbekleidung. Wir fahren dann gemeinsam auf das Kohlfeld, zu unserer Sicherheit aber immer angeschnallt. Der Gurt schützt dich bei einem Unfall vor schweren Verletzungen. Je nachdem, wie wir eingesetzt werden, gibt es unterschiedliche Arbeitsweisen bei der Ernte. Der Vorarbeiter gibt uns hier eine entsprechende Einweisung. Bevor es mit der Ernte losgeht, nehmen wir uns ein Messer aus der Transportbox. Der Klingenschutz schützt uns vor Verletzungen durch Schnitte oder Stiche. Eine Möglichkeit ist, dass wir den Kohl von Hand abschneiden und auf die Kohlkarre werfen. Der Fänger legt den Kohl dann in die Kiste. Zum Schutz vor Schnittverletzungen und vor Nässe tragen wir Schutzhandschuhe mit Schnittschutz. Beim Schneiden des Kohls achten wir darauf, dass wir immer mit geradem Rücken nach unten gehen. Die Knie ragen nicht über die Fußspitzen. Das schont den Rücken. Um einseitige Belastungen zu reduzieren, wechseln wir uns regelmäßig ab. Kleine Ausgleichsübungen können helfen, die immer wiederkehrenden Arbeitsabläufe aufzulockern. Eine andere Möglichkeit für die Ernte ist der Einsatz eines Förderbands. Wir sollten uns immer auf der Plattform, seitlich oder hinter dem Fahrzeug befinden, sodass Unfälle beim Fahren vermieden werden. Wenn wir nicht schneiden, sind unsere Messer immer mit dem Klingenschutz gesichert. Sollten wir uns beim Schneiden doch einmal verletzen, muss die Wunde sofort gereinigt und versorgt werden. Die Verletzung wird außerdem dokumentiert. Bevor es in die Pause geht, waschen wir uns die Hände. Pausen gehören zur Arbeit dazu. Diese verbringen wir am besten im Schatten oder unter einem Zelt zum Schutz vor Nässe und Hitze. Bei jedem Wetter ist es wichtig, ausreichend zu trinken. Und wenn man lange auf dem Feld ist, ist es gut, auch etwas zu essen. Wenn die Kisten gefüllt sind, werden diese mit dem Schlepper zurück in den Betrieb gebracht. Diese darf nur von eingewiesenen Personen gefahren werden. Vor der Abfahrt kontrolliert der Fahrer sein Umfeld. Dann werden die Kisten zum Betrieb transportiert. Überall auf dem Betrieb sind Fahrzeuge unterwegs. Sowohl Fußgänger als auch Fahrende sollten aufeinander achten. Nach der Ankunft steigt der Fahrer rückwärts vom Schlepper ab und hält sich dabei mit beiden Händen fest. Dies ist der sicherste Weg, um häufige Verletzungen wie zum Beispiel Umknicken zu vermeiden. Bei der Verarbeitung des Kohls tragen wir Gehörschutz, Sicherheitsschuhe und auch Schutzhandschuhe mit Schnittschutz. Zunächst ziehen wir am Kohl den Stängel mit dem Messer ab. Die Außenblätter entfernen wir dann mit einer Luftdüse. Damit wir nicht ausrutschen, werden heruntergefallene Blätter regelmäßig entfernt. Mehr Tipps zur Saisonarbeit in Deutschland findest du auch auf der Website www.agriwork-germany.de. Mir gefällt, dass wir gute Maschinen haben. Die Stadt hier ist sehr schön. Mir gefällt es. Nächstes Jahr werde ich wieder hierher kommen.